So, heute melde ich mich mal wieder auf meinem Handy, sagen wir es so. Und heute geht's wieder um, ja, so ein bisschen Pyrotechnik für Anfänger. Heute wollte ich euch aber gerne zeigen, ich habe einfach mal in meinen Kisten gekramt, habe das natürlich nicht gefunden, das habe ich so, so gekauft. Was ihr alles heute bei dem kleinen Pyro für Anfänger braucht, ist irgendwas, so eine Kartusche oder ja, so eine leere Hülse, wie ich hier schon ganz viele habe. Also ich habe die alle schon bearbeitet. Hier habe ich schon welche selber gebaut. Das ist alles so Jugendfeuerwerk nur. Also kleines Sprühfeuerwerk. Hier zum Beispiel ist so ein bisschen Knatterwaldstaub. Das sind diese Dinger hier. Und heute wollte ich euch zeigen, wie man sowas baut. Also ihr braucht dafür eine Hülse. Sowas hier zum Beispiel, wo leere halt einfach. Was ich auch genommen habe. Aber das hat nicht so wirklich funktioniert. Sind einfach Patronenhülsen, aber würde ich euch nicht empfehlen. So, ich habe leider keine Leere mehr hier, aber halt sowas, wo man durchgucken kann, sowas braucht ihr halt, oder ihr baut euch das selber. Was ihr noch braucht, sind diese Knatterbälle hier, also die hier. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wie man aus Knatterbällen hier das auffüllt und einen zweiten Effekt sozusagen da reinbekommt. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man überhaupt sowas baut. So einen kleinen Knatterböller. Wenn ihr mal Lust habt, irgendwie anders zu machen. Also, ihr baut den Knatterball auseinander. Habe ich ja letztes Mal auch schon gezeigt. Hier auseinandernehmen. Die Folie ab, dann die Zündschnur ab, das dann hier in ein Gefäß rein und dann zu Pulver stampfen, habe ich schon gemacht, ist jetzt schönes Pulver. Das Pulver in einen anderen Bottich reinmachen, ich mache das gerade mal wieder zu. Zack. So geht natürlich auch wieder zu und das wär's dann erstmal. Dann müsst ihr mit Tesafilm eine Seite des Lochs zukleben. Das mache ich jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und ich habe es zugeklebt, sieht man gut. Ist ein bisschen schief und krumm geworden, aber naja. Jetzt ist eine Seite noch offen und da. Ich mache ganz viele Cuts, muss ich machen, weil ich kann mit einer Hand filmen. So geht das nicht. Da macht ihr halt jetzt, wenn ihr hier, ich habe hier ein Ceva, so ein kleines Kügelchen raus. Und vielleicht geht das. Ja, und steckt das dann halt da rein. Vielleicht geht's mit einer Hand. Ja, und dann drückt ihr das mit dem Schraubendreher so fest wie es geht unten auf den Boden. Also ganz runter drücken. Ich kann das leider jetzt nicht mit einer Hand machen. Aber halt dann irgendwie so. Ne, ihr versteht. Ich hoffe, ihr versteht das. Dann habt ihr das. Ne? Also bis ganz unten am Boden gedrückt. Geht das? Geht das? Sieht man das? Sieht man das? Taschenlampe hilft nicht viel. Ja, auf jeden Fall ist es dann ganz am Boden, so fest wie es geht. Und ja, dann geht's gleich weiter.
So, jetzt habe ich das Papier nach unten gedrückt. Sieht man jetzt ganz schlecht, aber es ist halt geschehen, ne? So halt. Kann ich jetzt ne. Egal. Sieht man vielleicht ein bisschen. Jetzt müsst ihr einfach nur noch den Puder, den ich aus dem Knatterball rausgenommen habe und gestampft habe zu Pulver, einfach oben in die Öffnung bringen, bis es, ja, sagen wir, kurz vor dem untersten Ring jetzt hier, also, ja, sagen wir, bis es drei Viertel voll ist. Es muss aber nicht, es darf nicht ganz voll sein. Randvoll niemals, drei Viertel voll. Und das mache ich so. Ich habe mir hier so ein Teil gebaut aus so einer Schiene. Und hier kann ich den rausnehmen. Dann habe ich was drauf und dann kippe ich das da rein. Ganz einfach. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sieht man es schon einen kleinen Unterschied hoffentlich. Jetzt sind meine Hände natürlich auch dreckig. Drei Viertel voll habe ich jetzt ungefähr bis hierhin so, wo mein Daumen jetzt ist. Bis kurz vor den untersten Ring. So, und jetzt braucht ihr nur noch eine Schnur reinstecken. Eine Schnur halt, ne? Ich mache das jetzt mal. Lehne ich das mal so an. Ich habe hier so eine Schnur. Die kommt dann natürlich. Das ist die, die aus dem Knatterball rauskommt. Und die steckt die halt dann oben rein. Und macht nochmal Zewa ab. Und drückt das mit ganz viel Druck auch da drauf. Und wie das dann aussieht, zeige ich euch gleich. So, jetzt habe ich auch noch das zugeklebt gleich oben hin und habe mit ganz viel Druck, wie gesagt, das Papierstück noch oben reingedrückt. Ich mache das hier mit so einem Schraubendreher. Ihr könnt das natürlich mit anderen Geräten machen, aber jetzt probiere ich das Teil unten im Hof mal aus. So, jetzt bin ich auch schon im Hof und hier ist das kleine Teil. Ich werde es jetzt gleich mal anzünden. Ich hoffe, dass es klappt. Feuerzeug. Und ja. Mal sehen, ob der Wind es zulässt. Überhaupt. Mal probieren. Ah, jetzt hatte ich es an. So. Ja, es war halt ein kleiner Knall, aber ein kleines ja auch fein, ne? Ach so, ich musste das, ja. So. Und jetzt ist kalt, also habe ich jetzt gerade weggeschmissen. Und man hat ja gesehen, ja, es funktioniert. Also, vielen Dank für das Zuschauen und abonnieren wäre nicht schlecht. Ich wohne direkt neben einem Einkaufsladen und da steht schon wieder dieser Geldtransporter. Ich weiß nie irgendwie. Sieht sehr komisch aus, wie die Leute dann mit den kleinen Köfferchen auf Rollen in die Läden reinkommen. Und ihnen das Geld da abliefern oder mitnehmen. Also, anderes Thema. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, liked meine Videos und so weiter. Und ihr habt ja gesehen, es funktioniert. Also könnt ihr mir auch gerne vertrauen, dass es auch geht. Ihr solltet es halt nicht aus eine Hülse aus Stahl oder so nehmen. Weil das. Nee. Also, tschüss.